Florian Schneider, Pastor der Lutherkirchengemeinde. Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigttext stammt aus der Bergpredigt. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es dann salzig werden? Es ist nutzlos. Also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Hause Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr, das steht betont am Anfang. Ihr seid gemeint. Und darum bitte keine Ausreden. Gemeint sind doch bestimmt die Jünger damals. Nein, ihr seid gemeint, ihr heute Morgen hier. Und ebenfalls sind keineswegs irgendwelche herausgehobenen Christen gemeint, Jünger oder Apostel, irgendwelche Bischöfe oder Pastoren. Nein, ihr seid gemeint, ihr in dieser Welt. Du musst dir zu diesem Satz Jesu einen ausgestreckten Zeigefinger vorstellen, der genau auf dich zeigt. Ihr seid angesprochen. Ihr macht den Unterschied. Ihr seid das Salz in der Suppe. Allerdings, das wäre dann noch so ein Einwand, der Finger Jesu zeigt ja auf relativ wenige Leute, muss man sich ja klar machen. Müssten wir nicht, um den Unterschied zu machen, viel mehr sein? Wir sind viel zu wenig. Och, wie oft höre ich das. Allein schon in Relation zur Einwohnerzahl Neuwulmsdorfs sind wir verschwindend wenig. Und wenn ich dann mir die Relation aufmache, wir Christen und 8 Milliarden, 9 Milliarden Menschen auf der Welt, könnte jemand nochmal die Tür aufmachen, dann möchte noch jemand in die Kirche und findet den Eingang nicht. Ah doch, jetzt. Allein schon in Relation zu der Einwohnerzahl Neuwulmsdorf sind wir viel zu wenig, könnte man ja sagen. Und wenn man dann noch die Relation aufmacht zur Welt, 8 Milliarden Menschen und wir paar People, geht doch gar nicht. Der Einspruch hat, finde ich, wenig Gewicht. Man muss sich das klar machen. Wie klein und unbedeutend waren, bitteschön, die ersten christlichen Gemeinden. Die christliche Gemeinde in Korinth, die Paulus gegründet hat, da spekuliert man ganz gut begründet mit einer Zahl von 50 bis 100 Christen in dieser großen Stadt Korinth, damals eine Metropole. Und so wird es gewesen sein, 50, 60 nach Christus, dass in einigen wenigen Metropolen des Mittelmeerraumes kleine Gemeinden von 50 bis 60 Leuten waren. Und diese Gemeinden bestanden aus wenigen gebildeten und Oberschichtenmenschen, das waren meistens die Frauen, und ganz vielen, Sklaven, freigelassenen Kleinbürgern. Das waren die ersten Gemeinden. Und solche Leute hatte auch Jesus vor Augen und denen hat er gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Also darum auch jetzt erst recht zu uns. Ihr seid das Salz der Welt, der Erde. Ihr seid die, die den Unterschied machen. Und ehrlich gesagt, ich habe neulich Reis gekocht und habe zu viel Salz genommen. Manchmal ist es ja eine ganz kleine Menge Salz, die den Unterschied macht. Also, ihr seid das Salz der Erde. Und jetzt betone ich den zweiten Teil dieser Formulierung, der Erde. Gemeint ist ja nicht die Erde allgemein, wie sie so ist, im Lauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte. Gemeint ist, so verstehe ich den Satz von Jesus, diese Welt, wie sie nun mal jetzt im Jahr 2023 im Sommer aussieht. Und ich nehme es so wahr, dass wir aktuell drei Herausforderungen haben, die uns so richtig fordern. Erstens der Klimawandel,
zweitens der Krieg, drittens das Erstarken der Feinde der Demokratie. Manchmal werden Menschen von diesen und anderen Problemen so heftig gepackt und erfasst, dass sie sagen, boah, ich kann gar nicht mehr, es gibt gar keine Hoffnung mehr. Und nicht wenige Menschen verlieren darüber auch ihren Glauben und sagen, boah, wie soll ich an einen Gott glauben, wenn 1000 Kilometer von hier entfernt ein Abschlachten sondergleichen stattfindet. Menschen, die derart verunsichert und verzweifelt sind, hat Jesus vor Augen, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Gebt denen etwas, die Angst vor Hitze und Dürre haben. Tut etwas für die, die dieser Krieg erschüttert. Seid an der Seite derer, die die schamlosen Feinde der Demokratie fürchten. Das ist nicht wenig verlangt, aber vielleicht doch keine Überforderung. Es gibt die schöne Formel, Religion, christliche Religion zumal, sei Sinn und Geschmack für die Unendlichkeit. Religion ist Sinn und Geschmack fürs Unendliche. Das fehlt doch der Welt, Sinn und Geschmack fürs Unendliche. Ja, das können wir hineingeben, indem wir sagen, ja, es gibt einen Gott im Himmel und er gibt diese vermaledeite Welt nicht verloren. Wenn man das Menschen sagen kann, macht das Menschen den Rücken wieder gerade. Ja, es gibt einen Gott im Himmel und er gibt diese vermaledeite Welt nicht verloren. Und diesen Glauben, diese Ahnung, diese Note, die können wir als Christinnen und Christen dieser Welt einstiften. Allein schon dadurch, dass wir jetzt nicht hier irgendwie die große Bekehrung oder Erweckung ausrufen. Das wird nicht der Fall sein. Aber allein schon, dass hier morgens um 10 die Glocken läuten und die da unten wissen, dass wir hier sitzen und beten, da ist was drin. Was meinen Sie, wenn mal irgendwie die Glocken nicht läuten? Dann rufen nächste Woche mindestens 5 Leute an und sagen, was los war. Wir werden wahrgenommen. Also, Salz der Erde sind wir, indem wir Sinn und Geschmack für den unendlichen Gott haben und diesen Geschmack in die Welt setzen. Also vom unendlichen Gott erzählen, singen, wie schön war das eben, und zu ihm beten. Und jetzt möchte ich das konkretisieren für die 3 genannten Herausforderungen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid die christliche Würze für eine Welt, in der das Wasser steigt, die Pole schmelzen und die Temperaturen steigen. Uns und der Welt ist von Gott höchstpersönlich ein Regenbogen in den Himmel gemalt. Das wird am Ende der Sintflutgeschichte erzählt. Und dazu das schöne Versprechen Gottes, noch einmal werde ich die Welt nicht vernichten, versprochen. Ist mein Konfirmationsspruch. Allerdings ist mir dieser schöne Vers einigermaßen vergiftet durch einen Pastor aus dem Umfeld von Donald Trump. Der gab im Fernsehen kiebig zu Protokoll, Greta Thunberg und alle, die sich vom Klimawandel bedroht fühlten, sollten doch mal diesen Regenbogen anschauen. Der Regenbogen beweise doch, dass Gott die Katastrophe abwenden werde. So simpel geht das nicht. Und das macht mich dann ein bisschen wütend. Gottes Versprechen wird hier aus dem Zusammenhang gelöst, nämlich der Fürsorge dessen, der das Leben und die Geschöpfe liebt. Und gleichzeitig wird dreist naiv menschliches Versagen bei der Fürsorge für Mitmenschen und Mitgeschöpfe verharmlost. Am Ende wird es in Analogie zum Regenbogen damals ein wunderbares Rettungshandeln Gottes geben. Also auf Deutsch, nichts tun und weitermachen ist die Parole. Und das ist mir zu einfach und zu wenig und ich glaube, das ist auch nicht gemeint. Und darauf kann man sich nicht berufen, wenn man den Regenbogen anschaut. Ich möchte einen anderen Weg gehen, der auch zu dem Ergebnis führt, dass Gott diese Welt nicht verloren gibt. In der Erzählung von der großen Flut tut Gott etwas, was so oft in der Bibel nicht steht. 2-mal tut er es sogar. Er bereut. Gott bereut. Zu Beginn reut es ihn, die Menschen überhaupt geschaffen zu haben, weil die solche zwielichtigen Typen sind. Und am Ende denkt er erneut um und verwirft die Strategie der Vernichtung. 2-mal bereut Gott sein Tun. Wenn Gott innerhalb einer Geschichte 2-mal bereut und dann den Regenbogen malt,
dann wünsche ich mir Menschen, die auch innerhalb kürzester Zeit umdenken können, bereuen können. Ich glaube, der Satz kann dann Folie werden für den anderen vom Salz der Erde. Ich glaube, Salz der sich erhitzenden Erde können wir dann sein, wenn wir diese Doppelstrategie uns zu eigen machen. Vertrauen und bereuen. Vertrauen darauf, dass Gott diese Welt wirklich nicht verloren gibt, nicht loslässt. Vertrauen auf einen Gott, der weiter Regenbogen in den Himmel malt. Aber nicht allein dieses Vertrauen, genauso gehört das Bereuen dazu. Bereuen, dass täglich Urwald abgeholzt wird, dass es im Pazifik Inseln aus Plastik gibt, dass jede Reform zugunsten des Klimas angefochten wird von den Profiteuren des alten Systems. Ohne Bereuen, ohne Umdenken, ohne nachhaltige Maßnahmen bleibt das Vertrauen in den Regenbogen naiv oder egoistisch. Es trägt dann nicht. Gott erhält doch nicht Menschen, die bewusst und willentlich unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und umgekehrt, ohne Vertrauen in Gott und seinen Regenbogen besteht die Gefahr, dass man sich in Aktionismus und Anklage gegen andere verliert. Vertrauen und Bereuen müssen sich gegenseitig verbinden, das trägt. Und für diesen Mentalitätswandel können wir Christen vorbildlich sein. Die anderen kennen die Sintflutgeschichte nicht, das müssen wir schon machen. Ob es die Welt noch lange geben wird, ob meine Kinder noch Kinder guten Gewissens in die Welt setzen werden können, dazu sage ich, Gott gibt die Welt nicht verloren. Er hat noch immer Lust daran, uns bei sich zu haben, die wir bereuen und vertrauen. Zweiter Punkt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid die christliche Würze für eine Welt, in der die Feinde der Demokratie erstarken, in der Fremdenfeindlichkeit und Rassismus auf dem Vormarsch sind. Christliche Würze heißt in diesem Zusammenhang für mich, wir sagen und leben es vor, dass jeder Mensch, jedes menschliche Wesen ein Kind Gottes ist. Kind Gottes, das ist die religiöse Version und Überbietung davon, dass man sagt, die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar. Jeder Mensch hat eine unverlierbare, unveräußerliche Würde, die man ihm oder ihr nicht nehmen darf, auch wenn er illegal übers Meer nach Europa einreist. Es sage niemand, die Exegese des Alten Testaments sei langweilig. Folgender Zusammenhang. Im Alten Orient und anfangs auch im Alten Testament hat man nur den irdischen König mit dem Beiwort Sohn Gottes ausgestattet. Der König war Sohn Gottes, niemand sonst. Und in diesem Konzept war es dann so, einer ist besser als die anderen, dichter dran an Gott, besser, größer, weiter. Das befördert natürlich Chauvinismus und Hierarchien. Und bald haben die Israeliten dieses Konzept als nicht mehr passend zu ihrem Glauben und ihrem Gottesbild gesehen. Alle Israeliten sind doch Kinder Gottes, nicht nur ein König da im Palast. Denn die Liebe, die Fürsorge und die Erziehung Gottes gelten doch allen. Diese Entwicklung davon kann man im Alten Testament wunderbar bestaunen. Die älteren Psalmen reden nur den König als Sohn Gottes an. Und dann wandert das aus und am Ende jeder kleine Israelit, jeder Straßenjunge ein Kind Gottes. Die ersten Christen haben genau zugehört, wenn Jesus betete, Vater unser. Und daraus haben sie das tiefe Gefühl gesogen, Gott ist auch unser Vater und wir sind geliebte Kinder. Jeder Mensch ist Kind Gottes. Das zu sagen, ist emanzipativ, universalistisch und nicht engstirnig. Diese Würde jedes Menschen zu verkünden, zu verteidigen, zu verlautbaren, das ist gute Würze in einer Welt. Gerade eben haben wir darüber gesprochen vor dem Gottesdienst, gestern habe ich mit Leuten darüber gesprochen, was für eine Schweinerei, dass dieses Altenheim da dicht gemacht wird, dass Profitinteressen wichtiger sind als die Heimstatt von vielen, vielen alten Menschen. Was für eine Schweinerei, muss man doch wirklich sagen. Es geht nur um Kohle, ne? Und dann zu sagen, nee, die alten Menschen, die dort leben, die haben verdammt nochmal eine unverlierbare Würde und denen kann man das nicht zumuten, dass die jetzt nochmal als alte Bäume nochmal verpflanzt werden. Damit kann man auch kräftig auf die Barrikaden gehen. Jeder ein Kind Gottes. Und Kind Gottes bist du auch, wenn du graue Haare hast. Ja, das
ist, glaube ich, gerade kräftig Thema. Und da muss christliche Würze her. Und natürlich sage ich das auch immer wieder gegen die Rassisten und Antidemokraten von der AfD. Lasst uns um Gottes Willen nicht die Würde jedes Menschen vergessen. Das ist ein Irrweg. Ein dritter und letzter Durchgang zu: Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid christliche Würze für eine Welt, in der Krieg herrscht. Brutalität, Gewalt, Unmenschlichkeit, alles das. Wir stehen für Frieden. Schauen wir mal ehrlich auf unser kompliziertes Verhältnis zum Frieden. Dann muss man sagen, die evangelische Kirche hat Waffen gesegnet, hat Menschen töten und Länder überfallen lassen. Sie hat Feindbilder gepredigt, zum Krieg gehetzt und zum Feldzug gerufen. Und genauso hat die evangelische Kirche sich mit den Mächtigsten im Staat angelegt, hat den Erniedrigten beigestanden. Sie hat Feindesliebe verkündet und Pazifismus. Kurzum, die evangelische Kirche, evangelische Christinnen und Christen haben Großes geleistet und genauso Verachtenswertes getan. Beides ist wahr. Und jetzt gucke ich nur auf mich, nur auf mich. Ich bin momentan sehr auf der Linie, Waffen zu segnen. Zum Glück kam noch niemand bei mir vorbei und hat mich gefragt, ob ich mal einen Panzer segnen könnte oder so. Aber das ist im Moment meine Linie. Ich war nie Pazifist, ich war immer für militärische Einsätze, um den Bösen mit Waffengewalt in den Arm zu fallen. Und momentan bin ich so wütend und so auf der Schiene, dass nur Waffen helfen können. Butscha hat mich hart werden lassen. Die Berichte über Kastrationen an ukrainischen Gefangenen, systematischen Kastrationen, hat mir den Glauben an das Gute im Russen genommen. Dazu die vielen verschleppten Kinder. Es braucht Waffen. Ich weiß natürlich, dass diese Waffengeilheit und diese Aggression nicht gut sind. Krieg soll um Gottes Willen nicht sein. Christen sollen Friedensstifter sein. Und Wilfried Hofeld hat gerade die große Vision aus Jesaja 2 vorgelesen. Und ich finde auch den berühmten Satz von Martin Niemöller gut: Wer den Frieden will, muss die Verständigung mit dem Gegner wollen. Theoretisch finde ich diesen Satz gut, aber ich kann ihn gerade nicht leben. In dieser Lage, voll Wut und voll Unbehagen an dieser Wut, voll Aggression, die den Frieden noch ferner rückt, in dieser Lage bin ich dankbar für Christen, Männer und Frauen, um mich herum. Ich glaube, das gehört auch dazu, dass wir Würze für diese Welt sind, dass es immer noch andere gibt, die das andere, was zu sagen ist, korrigierend uns mitgeben. Wenn ich kein Land sehe, kein Land des Friedens, dann fallen Christinnen und Christen mir ins Wort. Neulich sprach ich mit einem Mann, ehemaliger Soldat sogar, der mir sagte, irgendwann müsse man anfangen, miteinander zu reden. Russen, Ukrainer und alle, die da mitreden müssen. Mir sagen Menschen aus der Gemeinde, dass sie beten für den Frieden und das tut mir gut. Das befriedet meine aufgestachelte Seele etwas. Christen und Christinnen treten auch untereinander für den Frieden ein. Wie gut. Die Erde fragt, während das Blut in sie einsickert, ob es noch Frieden wird. Ich habe keine Antwort, aber ich habe Brüder und Schwestern, die sogar jetzt vom Frieden zu reden wagen. Ich habe einen Gott, der versprochen hat, Frieden zu schaffen. Frieden stellt er her. Die Würde eines jeden Menschen verbirgt er und die Welt gibt er nicht verloren, lässt sie nicht austrocknen und versengen in ihrem eigenen Wahn. Ich danke dafür, dass es Christinnen und Christen gibt, die in einer aufgebrachten und unübersichtlichen Welt davon erzählen, dass sie glauben und dafür beten. Das ist viel Salz. Ihr macht den Unterschied. Amen.